Die Herausforderung des Archivs war Thema in zahlreichen künstlerischen und theoretischen Praxen der letzten Jahre. Wir haben auch einige Theoretikerinnen gehört, auf die da Bezug genommen wurde. Heute gerade von Doreen, sowohl Sueli Rolnick als auch Michel Foucault, aber einige von den Leuten, deren Texte wir bei uns in Kassel lesen, die haben ja hier auch gesprochen auf dieser Tagung. Insofern, ich möchte mich der Frage der Herausforderung des Archivs, der ich mich ja auch in meinem Buch, das gerade erschienen ist, das heißt Das Radikaldemokratische Museum, und in den letzten 6 Jahren immer wieder gewidmet habe, jetzt kurz nochmal stellen, um dann eben an den Punkt zu kommen, wo ich einen Schritt weitergehe und wo es mir selbst wiederum, wie so oft in meiner Arbeit, unheimlich wird. Unsettling, das Unheimlichwerden, auch das Beunruhigen des Archivs, das ist etwas, was Archivpraxen gemacht haben und machen können. Ähnlich wie Doreen Mende gehe auch ich, oder ähnlich wie eigentlich alle auf dem letzten Panel, gehe auch ich davon aus, dass das Archiv ein Ort der Macht ist, aber auch ein Ort, in dem Machtverhältnisse in Frage gestellt werden können, gerade da, wo es unheimlich wird. Und dieses Beunruhigen des Archivs ist eine Praxis von Kader Attia, aber eigentlich auch eine von Doreen Mende, die ich klassischerweise als Beispiel bringe. Jetzt habe ich sie da rausgenommen aus meinen Beispielen, weil sie ja gerade vorhin ein wunderbares Beispiel selbst eingebracht hat. Aber bei Kader Attia wird es ja auch deutlich, wenn das Archiv in seiner machtvollen Struktur des Ordnens, des Sammelzeigens und Ordnens, wenn das nach einer Frage neu besucht wird, die diese machtvollen Ordnungen auf beunruhigende Weise von innen zersetzt, dann glaube ich eben, dass es zu so einer möglichen Herausforderung des Archivs kommen kann. Und bei Kader Attia ist das wahrscheinlich immer der Fall in seiner Arbeit. Und das ist das, was wir 2012 auf der Documenta gesehen haben, das ist eine Sammlung von Repräsentationen oder auch Manifestationen von Dingen und Menschen, die zerstört waren und repariert wurden. Im Fall der Documenta 13 2012 waren das Dinge und Menschen, die im Zuge des Ersten Weltkriegs eben eine Zerstörung erfahren haben und die dann eben repariert wurde. Und durch diese Fragestellung werden klassische Vorstellungen vom Westen und seinem Rest von innen eben nicht mehr haltbar, nicht mehr verständlich. Und eine neue Möglichkeit zu verstehen kommt auf. Ähnlich eben auch, denke ich, in einigen, eben in den Ausstellungen und Arbeiten von Doreen. Aber hier jetzt eben Kader Attia. Ja, ein anderes Beispiel, das mich beschäftigt hat, auch im Zusammenhang mit der letzten Documenta, war die Frage der Möglichkeit, sich auf das Archiv zu beziehen, auch sehr benjaminianisch, wie einige Ansätze hier bisher waren, sich auf das Archiv in einer Weise zu beziehen, dass ein Konflikt jetzt ausbricht oder vielleicht noch gar nicht ausgebrochen ist, als Konflikt erst im Kommen. Das heißt, wir beziehen uns auf die Geschichte, und die Historizität ist hier wichtig, eben als ein potenziell sedimentierter Konfliktualität. Ein Beispiel wäre dieses React Feminism Project, und ein anderes auch die Frage nach dem Score, also der Notation, als einen Zusammenhang, in dem nicht nur eben etwas dokumentiert und festgehalten wird, sondern eigentlich ein Potenzial, ein Dokument mit einem Potenzial für einen Moment, in dem vielleicht etwas ausbrechen kann, geschaffen wird. Also dieser Verweis auf die Zukunft hat mich die letzte Documenta gelehrt, in den Notationen zu sehen. Ja, eine andere Strategie des Herausforderns des Archivs ist eigentlich die klassische Strategie der Archive der sozialen Bewegungen. So wie Gramsci sagt, dass jedes Verhältnis von Hegemonie ein pädagogisches Verhältnis ist und daher auch jedes Verhältnis von Hegemonie herausgefordert werden kann durch Formen, durch Bildungsprozesse des Nicht-Einverstanden-Werdens,
So haben soziale Bewegungen auch neue Perspektivierungen auf Geschichte. Und das Archiv spielt dabei eine Rolle, weil das Archiv ist schon auch ein materielles Zeugnis des, als Potenzial, als Konfliktpotenzial des Infragestellens der machtvollen Formen, in denen Welt erklärt wird. Ja, deswegen, wir haben eben Jens Kastner und ich waren damals gemeinsam in der Redaktion des Bildpunkts, das war schon 2000, ich glaube, das war schon 2006, haben wir eben so eine Zeitschrift in Wien herausgegeben mit diesem Thema Anarchivieren. Da schreibt Jens Kastner, im Aktivismus ist die Archivierung häufig Selbstvergewisserung und Ermächtigung zugleich. Ein Bewahren und Einschreiben, aber auf andere Weise, als es bisher getan wurde. In diesem Sinne lotet auch das Thema Anarchivieren herrschaftsfreie Zugänge aus. Die Anarchie im Wort stürzt das Archiv dabei nicht in Chaos und Gewalt, sondern rekurriert auf jene radikalen Strömungen der Arbeiterinnen und Alternativbewegungen, die es unter dem Banner des Anarchismus auf die Verknüpfung von individueller Freiheit und sozialer Gleichheit angelegt hatten. Also ein radikaldemokratischer Begriff von Anarchie, den Jens Kastner hier vertritt, aber vor allem auch ein Verständnis der Arbeit mit historischem Material als Potenzial der Gegenerzählung. Und dafür habe ich jetzt auch ein paar Beispiele. Ein Beispiel ist die Forderung nach einem Archiv der Migration, die 2004 ihren Anfang genommen hat im Zusammenhang mit der Ausstellung Gastarbeiterie zur Geschichte der Arbeitsmigration im Wien-Museum. Und seit damals haben Aktivistinnen in Wien die Frage danach gestellt, wie ein Archiv der Migration als Geschichte der Kämpfe aussehen könnte und aussehen müsste. Eben nicht im Sinn einer Versteinerung der Geschichte, sondern im Sinn eines Potenzials der Solidarität mit sozialen Kämpfen. Das sind jetzt einfach noch andere Beispiele. Das ist das Archiv der Vereinigung Bildender Künstlerinnen mit kleinem I Österreich, das sich auch kritisch mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt, sowohl ein Archiv der Frauen, also Frauenkunstgeschichtsschreibung, aber auch der Involvierung in Austrofaschismus und Nationalsozialismus in Österreich. Hier in Deutschland bekannter wahrscheinlich das Bildwechselarchiv, in Hamburg 1979 gegründet, als wesentlicher Ort einer feministischen Gegengeschichtsschreibung. Und hier der Interference Archive in New York City. All das Beispiele von Orten, ganz selbstverständliche Beispiele von Orten, in denen Geschichte zusammengetragen wird, mit dem Ziel, sie gegen die bestehenden Formen, diese zu erzählen und zu tradieren, zum Einsatz zu bringen. Ja, denn die performative Dimension dieser Gegenerzählung, die fasse ich mit dem Begriff von Bell Hooks, Talking Back, also wie die Recherchegruppe für schwarze österreichische Geschichte gesagt hat, selbst erzählen, statt erzählt zu werden. Und in dem Sinn auch als Frage der Auseinandersetzung mit der Performativität, der Körperlichkeit, der Sprachlichkeit von Erinnerung. Und der Körperlichkeit und Sprachlichkeit von Archiv. Die Recherchegruppe für schwarze österreichische Geschichte hat im Jahr 2006, eben wir haben damals im Rahmen eines Projekts zusammengearbeitet, die Recherchegruppe wurde gegründet von Araber Evelyn Johnson Arthur, einer schwarzen Aktivistin und Theoretikerin in Wien, und die haben sich auf die Suche nach Spuren der schwarzen österreichischen Geschichte gemacht, einer Geschichte, wie sie damals gesagt haben, die es offiziell eigentlich gar nicht geben sollte, und eine Suche nach Spuren, die nur dann zu Ergebnissen führen konnte, wenn rassistische Fremdbezeichnungen den Ausgangspunkt der Suche gemacht haben. In dem Sinn hat sich die Gruppe damals die Frage gestellt, wie kann diese Geschichte dann jetzt wirklich überhaupt erzählt werden, wie kann sie zurückgesprochen werden. Und die haben damals gemeinsam, das war eine sehr heterogene Gruppe, da waren Schülerinnen dabei und Universitätsprofessorinnen, von emanzipativen bis konservativen Studien, hat die Araber damals gesagt. Und die haben gemeinsam einen Hip-Hop-Song entwickelt auf Basis der Dokumente, die sie gefunden hatten. Und dieser Hip-Hop-Song hieß Let It Be Known. Und nachdem um diese Thematik herum im Jahr 2006 von allen Seiten das Thema beleuchtet wurde von Seiten der Recherchegruppe und wir das in Wien auch an unterschiedlichen Orten ausgestellt hatten,
haben wir danach eine Folgeeinladung erhalten in den Büchereien der Stadt Wien. Und das ist jetzt in der größten Stadtbücherei Wiens am Gürtel. Und da haben wir uns dafür entschieden, das in Form eben von Regalen aufzustellen. Und zwischen zwei Regalen waren immer Lautsprecher und eine Strophe von diesem Song. Wir haben also die Geschichte weder linear noch hierarchisch noch chronologisch erzählt, sondern auf der Basis des emanzipativen Hip-Hop-Songs, den die Gruppe entwickelt hat, um sich selbst das Material anzueignen, das sie gefunden haben. Es war 2009, Linz 09, da haben wir mit dem Büro Trafoka, mit unseren Kolleginnen und unterschiedlichen Leuten in Linz, das war sowohl Mais, ein feministisches Kollektiv, als auch ein antirassistisches feministisches Kollektiv, als auch eine Gruppe von Studierenden der Pädagogischen Hochschule im Bereich Textil und eine Gruppe junger Gewerkschafterinnen. Und mit denen haben wir gemeinsam Archivarbeit gemacht, um Gegengeschichten in die Stadt Linz zu bringen. Und das Projekt hieß Rebellinnen. Es war eine Auseinandersetzung mit der Rebellinnengeschichte Linz. Und das Archivmaterial haben wir dann mit den Gruppen, mit denen wir gearbeitet haben, dramaturgisch in Bustouren umgesetzt. Und dort haben wir zum Teil ausgeteilt, in so Leseperformances gemacht von alten Zeitungen. Wir sind aber auch zu den Orten gefahren, an denen zum Beispiel die erste feministische Besetzung in den 70er Jahren stattgefunden hat. Und dort auch wieder haben wir laminiertes Archivmaterial verteilt. Und dann kam es zu, das Schöne an Bustouren ist, dass es heterogener ist als klassischerweise im Museum und nicht nur einmal sich dann jemand meldet und sagt, ich bin auf diesem Foto. Jemand, der zufällig eben mitgefahren ist bei dieser Bustour. Andere Formen des Zurücksprechens, ist jetzt auch eine Ausstellung im Wiener Mozartjahr, mit dem Titel Frisch zum Kampfe, Frisch zum Streite, ein Zitat aus einem Libretto der Entführung aus dem Serail, wo wir uns mit der Zeit Mozarts auseinandergesetzt haben. Und mit Fragen der Gouvernementalität und mit Revolutionen und Aktualisierungsformen in der Gegenwart. Ein anderes Projekt, Nichts für uns, alles für alle, strategischer Universalismus und politische Zeichnung. Hier wird auch nochmal deutlich, wie wir Archivmaterial im Ausstellungsraum und dann in Auseinandersetzung gebracht haben. Gut, so, und das war der schnelle Teil und jetzt fange ich an, eben skeptisch zu werden. Ich habe jetzt eben verschiedene Ansätze gezeigt und es ist wahrscheinlich undenkbar, dass es eine Geschichte sozialer Kämpfe gäbe, die nicht auch eine Geschichte der Auseinandersetzung mit Geschichte wäre. Und gleichzeitig ist eben unheimlich, dass in der Zeit, in der all diese Projekte entstanden sind, von denen ich erzähle, die Aktualisierung von Archiven selbst zu einem Potenzial geworden ist, wie vielleicht nie davor. Und das sowohl in ihrer materiellen Dimension als auch in ihrer immateriellen. Jetzt freue ich mich, weil ich heute eben von Nane Burmann, die meine Mitarbeiterin ist, ihr Editorial zu einem ins Englische übersetzten Text von Beatrice von Bismarck gelesen habe. Und da spricht sie darüber, wie das Reenactment von Ausstellungen möglicherweise auch zu Commodities with historical patina werden könnte. Also wie das, was wir als so große Errungenschaft, was uns als so große Errungenschaft erscheint, plötzlich zu einer neuen Ware wird und die Macht des Faktischen durch eine erneute Wahnmagie entleert wird. Und besonders interessant finde ich das eigentlich, also natürlich in diesem Beispiel ist das sehr überzeugend beschrieben, auch in diesem Text, aber dann besonders interessant finde ich das, wenn wir uns das ansehen, auch am Harald-Zehmann-Archiv selbst. Also wie kommt es, dass diese Zettel, die dieser Mann, der eben Ausstellungen gemacht hat, in seinem Leben versammelt hat, wie kommt es, dass die von so unglaublich großem ökonomischem Wert sind? Und wie kommt es, dass ich hier einen Vortrag halte, wo ich ja eigentlich über das sich mit Archiven anlegen sprechen möchte, wo ich Bildunterschriften machen muss, bei denen Courtesy Fondazione Prada oder Copyright 2011
J-Paul Trust draufsteht. Was ist das für eine Vorstellung, also was passiert da mit unserer Idee von Wissen als Allgemeingut, von Wissen als Commons, wenn ich hier jetzt in einer Situation bin, wo das, was mir wichtig ist, was mich interessiert, womit ich arbeiten möchte und was ich befragen möchte, plötzlich zum Privateigentum von großen Konzernen wird. Und daher stelle ich mir eigentlich die Frage, und das ist schon eine sehr interessante Frage im Zusammenhang mit dieser Tagung hier, wie können wir überhaupt in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, wo wir möglicherweise gar nicht mehr nur über Repräsentation regiert werden, sondern vor allem über Ökonomien der Enteignung, gerade im Bereich des Wissens, wie können wir heute noch diese Kämpfe um Wissen weiterkämpfen, ohne dabei zu übersehen, dass wir vielleicht, während wir noch kämpfen, unter der Hand alles in Gold oder in Privateigentum für andere verwandeln. Und das natürlich hier auch auf einer Tagung, in der eine private Sammlung ins Öffentliche übergehen soll. Da finde ich es besonders interessant zu fragen, was ist denn das Öffentliche? Und was ist das Gemeinschaftliche? Ja, und jetzt wäre das natürlich ganz einfach. Also glücklich wären wir, wenn wir das Victoria and Albert Museum wären. Und wir könnten jetzt hier sagen, ja, wir haben eine Antwort auf die Frage. Auf die Frage nach dem Öffentlichen, nämlich das Öffentliche ist das, was uns allen gehört. Nur, wie ja auch beim Begriff Commons, kommen wir nicht aus, uns die Frage zu stellen, wer denn da wir sind. Und uns schon auch zu fragen, ob das nicht ein ziemlich gewaltvoller Satz ist, der da im Victoria und Albert schön oben über einer Sammlung steht. Wer ist denn da you? Nur kurz zum Hintergrund, 2015 initiierte das Victoria und Albert die Sammlungsintervention All of This Belongs to You, um einer breiten Öffentlichkeit Möglichkeiten, aber auch Grenzen der Mitbestimmung in einer britischen Nationalsammlung bewusst zu machen. Eine britische Nationalsammlung, who is you? Vor dem Hintergrund einer postkolonialen Kritik klingt der Titel der Ausstellung unheimlich. Und in dem Sinn möchte ich eben noch in diesem Zusammenhang auf eine künstlerische Arbeit verweisen, die in unserem Buch Kuratieren als antirassistische Praxis vorgestellt wird, von Belinda Kasim Kaminski, Unearthing in Conversation. Und ich finde, sie antwortet in gewisser Weise auf diese unheimliche Frage danach, wer dieses You ist. Belinda Kasim sagt in der Performance: Das hier ist in Erinnerung an die kommen, das hier ist in Erwartung derer, die sind. Das hier ist ein Gespräch mit all jenen, die waren, wir sind. Zum ersten Mal begegne ich euch in Frankfurt 2014. Ich betrachte altes ethnografisches Material, Fotografien, die von einem Ethnologen und seinen Helfershelfern gemacht wurden. Da ist eine Verbindung, etwas, das in mir anklingt, die Unmittelbarkeit eines kolonialen Flashbacks, eine unheimliche verweilende Vertrautheit. Und zu dem Film schreibt Renate Lorenz, der Film zeigt eine Performance, doch die Plätze im Theater sind noch leer, als die Performerin, die Künstlerin ins Bild tritt. Sie spricht von einem kolonialen Flashback, von einer Begegnung, die für sie offenbar von großer Bedeutung ist, und sie spricht jemanden oder eine Gruppe mit du an, you. Wir erfahren, dass sie von einer Reihe historischer Fotografien verfolgt wird, die den österreichischen Ethnographen Paul Schebesta in den 1930er Jahren in der belgischen Kolonie Kongo zeigen. Das Du des Films richtet sich nicht an die Kolonisatoren, sondern an die Kolonisierten, besonders an diejenigen, mit denen sich Schebesta fotografieren ließ. Gleichzeitig scheint das Du auch mich als Zuschauerin anzusprechen. Auch ich werde Teil der Begegnung. Aber wer genau ist dieses Du, das der Film erwähnt? Bin ich das bevorzugte Publikum des Films? Die Position der Betrachterin wird verunsichert. Eine weiße Zuschauerin, Bürgerin eines Landes mit einem kolonialen Erbe, kann nun nicht mehr davon ausgehen, das ideale Publikum zu sein, unmarkiert und universell. Ja, all das sind, glaube ich, Fragen, denen wir uns stellen müssen, wenn wir die Idee von Commons wieder in die Debatte um das Archiv hineintragen wollen. Und mein Vorschlag ist, tatsächlich diese beiden Dinge zusammenzudenken unter den Bedingungen der radikalen Privatisierung des Wissens,
würde ich gerne wieder die Frage stellen, eigentlich ist das unsere Aufgabe im öffentlichen Bereich, wie wir das Öffentliche genau dieses Wissens erhalten wollen, wie wir gegen dessen Enteignung, Privatisierung und so weiter eintreten wollen. Und wenn wir das wollen, eben im Rena Sophia eine Tagung, Archive of the Commons, dann müssen wir uns eben auch den Ein- und Ausschlusslogiken, die im Begriff Commons liegen, wesentlich stellen. Damit würde ich in die Diskussion einsteigen, das waren 19 Minuten, und ich nur uns noch mitnehmen in die Diskussion, dass das auch eben eine Frage des Digitalen ist und der Bilder, die wir nicht den Einzelnen und vor allem nicht Google eigentlich überlassen sollten, wenn wir in Institutionen wie Museen oder Archiven arbeiten und diese vorantreiben wollen. Und jetzt im Moment gerade findet das aber statt. Also wir sind alle Zeuginnen einer Enteignung, einer Privatisierung von Bildern und von Wissen. Okay, Marcelo, now I want to talk with you. Wow, it was like running. So it seems that in this 20 minutes that we had, the idea of a counter narrative start to appear, and at the same time as materialized in a counter institution, let's say. So you have the official, the establishment, and you create a parallel line that you can create a counter institution able to put in movement the counter narrative. What I'd like to ask you is how to bring the counter narrative to the official, in the direction of the establishment. So the official museum, the official archive, the official research at the university. Thanks. I mean, I think we talk here, and is a very beautiful moment, a difficult moment for both of us, because we both are in official institutions, and my job is called Documenta Professorship, and I'm actually in somehow concerned with a new institution that is to be built, and that will be called Documenta Institute. And so I guess we both struggle, because your question is, I know where it comes from. I mean, you don't have to ask me what I mean, because you know what I mean. You have all, I've read texts of yours, we have discussed, and you come from Benjamin just as I come from Benjamin, and we all, both of us, what we are looking for is this moment when what we have heard with other words from Sueli Rolnik, the moment when the conflict breaks out now. Yeah? And then we find ourselves not in the Benjaminian moment, but in the Midas moment, in the moment where we touch the conflict and it becomes gold and nothing to drink anymore, only gold. What are we doing with that? Yeah? So it's a very difficult question. To me it helps to be honest with it. Yes, of course. Yes. Okay. So let's think about an image of solution. Not a solution, let's say, to enlarge our possibilities. When I received this mission of talking to you in public, so I start to think, I always think maybe it's a failure, but so I came to me this image of a piece by Yoko Ono from 1966. It's a chess game. I don't know if you remember this image. So this piece is made of is a chess game, but all the pieces
are white. So you don't have the opposition officially anymore. So you, instead of black and white, you have only white and white. And also there's a change in the space of the, where you're gonna play. And what happens when you start to play with another person, if you have two? In a certain moment of the game, you can, you cannot recognize anymore which piece belongs to you and which piece in the game belongs to the other. So you can start to shout, no, this is my queen, not your queen. Or this is my horse, this is not your horse. In the process, there's this intense dispute and the game became impossible. Because you cannot move anymore, you don't remember anymore, everything became totally confused, and the only possible solution is to not play the game following the official rules of the chess. So this should be the only possible way of, instead of shouting to each other, this is my power, this is your power, should be, okay, we're gonna have a winner here, the only possible way will be to change the rules of the game. Yeah. So this is what I made, I was thinking about it, concerning our problems, let's say. Yeah, we could even change the rules in a way that there is no winner. Yes. But we could also think about the fact that we might have lost the conflict on the way then. Let's say we're going to create a new conflict that we still don't know which will be. Let's say when you enlarge your possibilities, yeah, it's just like to believe the democracy. In the booklet, it's saying that you're going to talk about democracy. And archive. Yeah, yeah, democratizing democracy by tracking the code. Yes. It's actually a quote from this Archive of the Commons from the artist Daniel Andujar. Yeah, but anyway, Spanish artist. It's a bit like the cliche about democracy. Democracy is not the pacification, but is the intense possibility of put all the problems in permanent discussions and allow everyone to have an opinion concerning what can be made or not. So I believe, I don't know Yokono that much, but I believe that the idea was not to create an instant of pacification, but an instant that then we need to decide how we're gonna start to play again, and then new conflicts will come. But new conflicts, and this is important. And not to be stuck in the old conflict somehow. But it depends. I mean, I understand, but also it depends. Because if the old conflict is actually the one between the public and the commodity, then I actually think I would like to introduce some old conflicts. And I don't know how it could happen that these conflicts have completely been lost. Yesterday in my lecture course in Kassel, because now I had no idea about the Biennale histories. Now I'm a Documenta professor, I have to read all these things. And I talked about the India Biennale, in Delhi. And then John Berger wrote a letter to the India Biennale where he says, wow, amazing, I wish you luck. And actually he says, it's wonderful that you have this thing here now in India, because in Europe and the US, art is always related to commodity. And I hope that your anti-imperial art project in India will manage to create an art show that will overcome this commodity relation. I mean, not that it did. Also talking about what happened in India now with the elections. Not that it did, but it was obviously for John Berger, it was in the 60s, it was clear that it makes sense to talk about all these things. How did it happen that this is
that this is so far away from us now. It's a tragedy that it's far away from us now. Somehow, I think that somehow if you compare the situation from the 60s or 70s. Now I'm reading a book about the history of the intellectuals in France for 68 to 89. And one thing that comes to attention, if you start to read every history of magazines or workers' movements or cultural movements, it was a permanent presence of solidarity. So it means that my fight's not only mine. So if the students decide to close the university and organize a strike, I'm, as part of the working class, I should support the students. And vice versa. I think that nowadays, the idea, this presence of solidarity is start to disappear. And coming back to our... Yeah, and you know that solidarity disappears through privatization. This is what happens in the institutions, what happens in the university, what happens in the museums. And then we wonder that actually we are alone ourselves as well. Somewhere privatizing our time, or we are commodifying, our time. Maybe you can help us if you have a question. Yeah. How does it work with the... Shall we share one? Hi, thanks a lot for these provocative thoughts. I have been a little bit disconcerted now with this in the assault of enclosure and privatization that we are living. It's easy to glorify the public, but we should not also fetishize the public institutions, because they were built on Habermasian bourgeois public sphere, which was built with an exclusion. So when I hear words like working class solidarity, and we are discussing questions of public museums, then there was never really, we have to start wondering under which conditions public museums were actually open for a working class solidarity. And in this context, I really find that Nancy Fraser's critique of Habermasian public sphere, really, in rethinking the public sphere, really useful, especially because this text is written in the 1990s, so in the moment in which it was really difficult to think a future of socialism, which she does. So it's, for me, it's always some kind of a sign of light in the dark times, that the ability to think that. And especially if we bring commons as a kind of a way to get out of this bind, with not also understanding the commons inside of it, if it's not taught as commoning, as a continuously process which includes other and includes the outsiders, can also be a process of enclosure. So, I'm gonna start, then you can, So, just ask your question, because you said when a public museum you frame it closer to the working class or. My question was, how can we avoid that in the moment of private assault of a privatization, we don't realizing what we are losing when we are losing public institutions. How can we avoid not to just go back to retreat in which we are defending these public institutions as if they were never problematic, and if they were never built, at least in Western context, they were always built on Habermasian idea of a public sphere,
which was always bourgeois public sphere. And how can we then avoid this? And then how to avoid this also in the context in which, if we take commons as the, some kind of a term which is helping us rethink institutions, understanding maybe the problems of public, how can we also not get into the similar trap in which commons thought as a static concept can also become exclusionary really fast if it don't turn it into commoning as a kind of continuous process in which inclusion of what is outside and recognition of what is outside. So this is the question. This is $1 million question. Well, this is $1 million conference. That's right. Okay, I want to answer. So, several things. First of all, I dare to say two things in favor of the bourgeois public. Number one, it comes from a revolution. Number two, these institutions, they have this potential, this revolutionary potential of revalorizing the values. And I think this is interesting because it's a revalorization of values based on expropriation. I would actually be rather happy to learn from this bourgeois revolution talking about the situation of housing in Berlin. Expropriation, I mean. So the bourgeois public, the logic of the Louvre for the privatized housing in Berlin, I think could be very solidaric with the existing struggles for public housing. So this is one answer. The second answer is about the question of inclusion. I would love to find a way to imagine commoning not as a process of inclusion and exclusion, but as a process of common struggle, in a way to common ourselves in struggle also, and being able to address all these things and confront ourselves with what you said, in a way that the solidarity becomes also a practice of an agonistic practice of also questioning the violent histories, and also of course the violent histories of the bourgeoisie, no question. I mean, is also the colonial bourgeoisie. Any more? Yeah. I worked with an estate and by an artist from the Swiss mountains. I work in Switzerland, so it's a special situation. He was an outsider in his canton. Nobody wanted to have his archives, and during his lifetime, he never got like the big public recognition. I decided then to bring, to promote, to bring his archives to the state archive of this canton. And they accepted. So it's the first artist they ever had with the whole estate in their archives. And for such a public archive, it's not easy to have an audience. And if you then have an artist with a lot of images and colorful material, this is a very good way to promote the archive. So he became, from an outsider, he became the first artist ever archived in his canton. So he became the by government most important artist, and for the archive it's a very good tool to promote the archive. And this is for the archive, and for me it's so important that this canton Graubünden is not only a canton of conservative people, it's not only a canton of people who know that their estate will be in the archive, but you can change with argumentation that outsiders, activists, do have a place in history
in the archive. And I think since then, maybe this changed a bit the identity of the whole place in a millimeter, just. But that's why I do my work. I institutionalize such outsiders. And so I missed this aspect, and I thought I have to say it, because you work with such public institutions, and it gives you the possibility to change this situation where you work through accepting such holdings. Yeah. Thank you, Michael. Yes. I mean, with the Farocki Institute, we made this differentiation between instituting and institutionalization in order to not throw everything out of the kind of bin, since we are, we have to get our heads around about political economy in relation to building kind of a body that has also a social mission. I mean, I think this is also pretty much what we are so much interested in, why we are staying in these kind of architectures and institutions. And I just would like maybe to come, I mean, I think I really prefer this instituting, and I think we continuously try to define our rules that, I mean, this is what we try to do with the institute, to have our own kind of rules, set of rules, but it involves a lot of labor and a social fabric on the other side as well. So what I would like to come back to the chess game, because I think this is not so much the issue inside of institutional frameworks, of course it is, but isn't that, I mean, what I'm trying to also to, I mean, think curatorially speaking, politics that is so much like in need, or like, I mean, how do we relate to real politics, and what is our own kind of possibility to politicize our positions? I mean, as director, as curator, theorist, everyone that is involved in this whole narrative. And I don't know, I mean, I guess it's a bit long. I remember one of the first meetings we had with Marin Ackermann and the framework of the archive project, and it was really impressive how you put forward the necessity to think politically around these architectures here, and how far can we go? I mean, I don't know whether they can ask these questions, are there politicians here in the room? But I think this is the struggle. This is the struggle, and I think we are not there yet really to redefine our politics, because coming back to the question of art making, liberation movements of the second half of the last century, like art making, visual cultures was a means to liberate and to have a language that is my own. And okay, and then we have step by step, of course, archive mania being interested in these kind of things. But I think we are not there yet. I don't see this question kind of discussed in institutional frameworks. I mean, I struggle with that all the time, and it's a struggle that we should join, I think. Boss has a question, I don't know, but maybe also someone else could help in that kind of fabric. Yeah. Okay. It was not really a question, but just like, I mean, institutionalization, I think there are differences, and I mean, yeah, there's so much more to say, but I would like to share the microphone as well. I understand your point of view. Let's say this can happen in an institution, or this is can happen in a public institution. I think that there's something even more dangerous. I think that the debate can happen. The frame of the discussion can happen inside the institution, the public institution, and so on. The question is how to go beyond this step.
So what you have seen in the last, I don't know, 10, 50 years, it was institutions put on debate their positions and about concerning the museum, their collections, or the way that the art history has been told. And it was that something that was very particular, that was sold as a universal narrative and things like that. But the question is, how much the museum has changed after this process? Yes. And then this morning, I was among the group of the students, if you can call it like this, and part of the Congress, and I saw the presentations of them. You are there, and etc. And they were very critic about the archive of Avant-Garde. They were very critic about how this position between public and private, and very critic about organization and of the archive and so on. And today you remember the final question was, okay, we are here, and then we are bring all your thoughts, but this is really matters in the end, like. We're gonna be able to interfere in the way that the institution behaves or not, and if it's not possible, we should ask ourselves why. Why? Yeah. Yeah. Thank you. Yes, I think I totally agree. I think that is, yes, I think what you propose is to say, institutions are a possibility to go one step forward. And that's why we do what we do. And we are all here, everyone who talked like in the last 10 minutes is part of an institution in somehow. So I guess that's why we do what we do. But we also know it's sometimes two steps forward, three steps back. It's and then now, what I wanted actually to bring up today is a more nuanced understanding of what is a step forward. And what is behind that is the question, the question, what are struggles around representation in this world? So my hypothesis is that actually our comrades, our colleagues in the last 50 years who have been fighting around representation have not only been fighting about around representation. So the struggle around museums or the questioning of culture was actually a struggle around politics. And and representation was a main mean of governing us. If we think about the architecture of a library of the 19th century, the museums, how they are built, how they look like. But what if today representation is not the only, maybe not even the most important mean to govern us? What if we are governed by other means that are more structural or infrastructural? And if this is the case, then a step forward is maybe not only on the level of a struggle around representation, but also on the level of a struggle around structures, infrastructures, and economies. And I mean, what I did not show was an example of the Museum of Impossible Forms in Helsinki. So what I think is that, yes, let's do it, but let's not only talk about representation, let's also talk about how to organize institutions differently. No comment? Like, is it possible? Yes, you have a question. You have a question. I'm going to try to make this sentence coherent, but I'm pretty sure it's not going to work out. So just bear with me.
I mean, I feel that there is like a conflict, a basic conflict by our, we're dealing with basically structuring information and knowledge, and then we're trying to radically democratize the structuring of information and knowledge. But by definition, that's like a selective process, like structuring of knowledge. And then instead of maybe criticizing the process of structuring knowledge, I think the alternative might be to really aim for extreme polyphony of structuring of knowledges. And I think that in that sense, the future organizations, the future institutions, also have to be in some way, I mean, basically we're talking also about authorship. No, we have to change our understanding of authorship. We have to change the labeling next to artworks. We have to change the, like, who's the current curator of whatever. I think it goes back to really pretty difficult. And then on the other hand, to make that a problem, like, how do we then define a field? How do we then define, I mean, a discourse? How, you know, like, how do we move in this really abstract frame? Yeah, that's what I want to say. Yeah, so I guess you expect me to say something. yeah, I have to say that my understanding of democracy or of participation is very related to partisanship. I would even say, why I talk about democratization is because I feel that the world we live in is not very democratic anymore. And it has something to do, and in the same time, it's a bit, I feel that our debates, they reduce democracy to inclusion. And it is this fantasy of reducing it to inclusion, not conflict, not partisanship, but inclusion, that actually amplifies in somehow politicization and democracy. So I would even see in this amplification through pluralization, a deficit of democracy and not a goal. I wanted to ask if there are yet any rules or Vorgaben for the future work of the Documenta Institute, which you talked of before, are worked out. If there is any things that can be given to the public yet. Thank you for the question. So obviously you can imagine it's 2 steps forward, 3 steps back. In my case, I guess 10 steps back every day. So I am absolutely not advancing with my crazy fantasies in the real world. And nobody knows what will happen with this institution. So in the moment it is completely open. It could, some interests in the city go in the direction of a transdisciplinary research institution. Other interests in the city of Kassel and the state of Hesse go in the direction of a more cultural institution. In both cases, radical democracy is absolutely not important for them. It's not what they are mainly looking for. And my concepts have not, I can promise you that every day I give what I can. You know, I make compromises, I talk with people, I have dinners, I try, but I struggle also, and I fight, and sometimes I speak a lot, sometimes I don't speak at all, but I don't think that there is a lot of echo for my position. But in this sense, maybe we can become more, and maybe even if it doesn't work in my time in Kassel, I can now with you discuss about something that maybe in 10 years or 15, when we are maybe somewhere else, can realize itself. Because if I want to go one step forward, then I want to believe it's a step forward and not actually say it's a step forward, but feel it's 3 steps back. Thank you.
Sahyom. Sorry, Nora, but I have to think about your way of how to describe your way of democratize the museum inside. And for me, it is more how to accept, how to suffer and survive difficult dialogues. So, for example, we tried to create an exhibition in Prague together with our Czech colleagues, the Zalmpalais, with the collection of Erika Hoffmann. And it starts with the work of Jan Schwankmayr, Dimensions of Dialogue. And then we accepted that there are Czech positions of contemporary art we really didn't like, or we said, oh, is it really good art? And so, but we try to overcome this elite system of contemporary art and to accept that there's something different. Perhaps we have another aesthetic category. Or in our exhibition now, The Merman, Inventing the Future. For example, today, the pupils of Friday for Future are in our exhibition. This morning, before the demonstration, they have been there. And there's, for example, one room, there's from the archive of the avant-garde, there are works from Buckminster Fuller, from 51, where he described something about our globe. And the pupils were very curious to learn more about Buckminster Fuller and the discussion of the 50s and 60s. So this was a form of knowledge we could give to them. But then they said, we need the video message of Alexander Gerst from the universe, because the young people, they love it. And on the other side, there's an installation of a contemporary artwork from Carol Dunham. And normally we wouldn't have done it. So it's not a no-go in a way to this pure space for contemporary art to put a video message in it. But we did it because, and yeah, okay, so some people say, can't do it. And we had a children's biennial last year. And we had a room with Japanese digital artists. Some of my colleagues said, that's not art. But the children, they wanted to have it, and it was part of the exhibition. And I think these accepting dialogue, and I really, I'm suffering from this elite system of contemporary art. I couldn't agree more. Perhaps just to add one thing, because you spoke about the commons, and I think with these examples, I think it's a constant thing. So I think it's commoning, this constant renegotiation, entering into a conflictual situation, resolving it together, expanding, sort of, it's really a doing. It can't be an entity. I think perhaps it helps to think through. Yeah, but it's also an undoing of the entity that is in the moment owned by the capital, you know? This is exactly. So, yes, we can talk about commoning, it's nice, but I also want to talk about the privatization of the public. Yeah, but it's very important for me, and in this case, in a way, it seems important to me to come back to economical questions of ownership, also in relation with the museum, and very concretely also, would it be possible to make contracts with people, when, for example, now, today, would it be possible that in my contract, that I would not give my copyright to a private entity? Could we imagine to rethink this private? I think it's weird that actually we are in a situation where within the public realm, we act through private law logics. But we could change that. So for me, it's commoning nice. Yeah, let's be together and let's include everyone. But also and I also agree it's a constant struggle, and there's no way around it, and also not the big revolution, but what seems important for me is to very concretely rethink the logics of property. I completely agree. But I think that maybe we have a language dispute here, because when I say commoning, for me the essence of commoning is challenging supremacy of private property, because it comes from, theoretically also comes as a challenge. That's how it also appears in digital. That's also how it's actually offered as some kind of a solution or
in this dichotomy, private versus public versus private. And with also kind of opening towards conceptualization that in the time of Yugoslavia was called societal property, which actually went further as a kind of the concept of property without a title deed and undoing. So I think that maybe we had a little bit of language misunderstanding that, I guess, at least when I was using the term commoning, for me it's always based in challenging the supremacy of private property, and also understanding that public property is also a type of private property just regulated by the state. And then we have to come to the concept of how do we for whom the state is proxy. And we have now the privatization because state gave up on the idea that it's a proxy for the whole society. Stefan, you have a question. No, just the timekeeper in this case. I'm sorry. But you can answer. The only possible answer is break, no? To your question. No, not really. You can just reply and then we take a break. I have nothing to reply. Thank you for saying that. I will use commoning in this sense from now on. Thank you very much.